Hi Leute und willkommen zurück zu Xenoblade Chronicles 2. Trommach macht sich schon bereit, wir wollen nämlich los. Und ich habe mich entschieden, ich möchte dann doch lieber nochmal unseren Tank verstärken. Weil das ist eines der wichtigsten Sachen, die wir momentan brauchen. Und ich würde sagen, das ist gar nicht so eine doofe Idee. So, wo war sein Versteck? Ich glaube hier runter und dann bin ich auch schon fast da. Ich glaube, das war irgendwo hier und dann links. Ich mag die Wasserräder. Ich weiß jetzt, wie man Energie erzeugt oder nutzt. So. Hier war der Geheimgang, genau. Dann müsste der Automat ja auch noch hier bald sein, ne? Wenn ich mich jetzt nicht verlaufen würde. Genau, da war Poppy dran. Gefunden. Komm out! Nein, nicht das hier, sondern den Automaten. Tiger. So. Das war's wie ein Nupon. Nicht wie ein Tiger, aber passt schon. Stage 1. Oh, das fängt ja schon doof an. Muss irgendwie schneller reagieren. Wow, wie soll ich denn da vorbeikommen? Okay, das war mega schlecht. Ether 15. Ah, wir haben 15 Ether gekriegt. Gut, das heißt, wir müssen es einfach immer wieder spielen. Wenn wir sie wirklich aufboosten wollen, brauchen wir echt eine ganze Menge. Wow, so. Boah, ist das knapp. Wow. Ich weiß nicht, wofür sind die Kristalle da? Einfach nur Punkte, oder? So. Also wenn wir es einsammeln, direkt wieder ein Stückchen hoch. Wow. Den lasse ich da liegen. So. Oh, ist das eng. Wow. Okay. Zurück haben wir ein bisschen Höhenanpassung. Ach, Mist. Das war nicht gut. Was ist denn... Was war das denn jetzt? Hat er uns gefressen? Ich bin ein wenig verwirrt. Was ist da gerade passiert? Wir müssen dann nur aus dem großen Schatz nach oben holen. Oh Mann, das ist gerade mal Level 1. Ich stelle mich an wie ein Noob. So. Ups. So, dann gleich wieder hoch. Ah. Ach, das sind Leben. Oder wie? Klauen die uns nur. Unsere Leben sind eigentlich was anderes. Aber der Typ hat uns doch gefressen, oder nicht? Der ganz unten. Oh, oh. Das nehme ich auf jeden Fall mit. Das ist mir egal. Ups. Das lasse ich liegen. Ah, Mist. Ich will wissen, was das für Dinger sind. Das ist Modifikation? Tot. Okay, der scheint uns zu verfolgen. Game over. Müssen wir es hochbringen? Ich weiß es echt nicht. Einfach mal probieren. Ich will das schaffen. Ah, das ist ganz niedlich eigentlich, dass wir ein kleines extra Spiel im Spiel haben. So. So sollte ich es immer machen.
Ah, nicht gut. War ja klar. Ich bin schlecht. Der letzte will uns verfolgen. Jedenfalls kommt mir das immer so vor. Ich würde schon fast sagen, mit dem Steuerkreuz ist das besser zu bedienen. Das hat sich aufgelöst. Okay. Ah, gar nicht gut. Ne. Ach, die saugen mir die Luft aus. Er ist quasi meine Lebensanzeige. Okay. Aber ich kann die auch nicht auffüllen, oder? Luft? Kann man die Luft auffüllen? Fast dagegen gekommen. Ach, natürlich dreht er jetzt um. So. Diamanten sind ja auch nicht für Luft da. Wow, das war knapp. Okay, wahrscheinlich brauche ich einfach nur ein bisschen Übung im Spiel. Ups. Ups, so. Da nochmal rüber. Bisschen Luft, ja. Ich glaube, das gibt schöne Punkte. Ups, das war knapp. Nein, bin ich doof. Ein sich bewegendes Ziel. Und ich flieg da. Fliegen, ich schwimme dagegen. Schnell weg. Was ist denn jetzt los? Oh, ich bin so doof. Okay, unser Score durch 100 ist unser Ether, den wir bekommen. Mann. Tut mir leid, dass ich das Spiel ein bisschen spielen muss. Aber wir wollen ja Poppy ein bisschen verstärken. Dafür brauchen wir doch ein paar Punkte. Dass ich den Schatz nicht bergen kann. Unten. Ah, wieder gut los. Kriegen wir das alles nichts, oder? Ist jetzt nicht die reinste. Ja, klar. Reinste Zeitverschwendung? Ja, ich bin wieder zu hibbelig hier. Ich muss die Schätze einsammeln. Krieg ich dann Boni oder sowas? Wofür ich diese Schraubenschlüssel einsammle? Ich habe keine Ahnung. Was habe ich denn jetzt so berührt? Die Hitbox ist ein bisschen. Naja. Ein Treffer, ich bin tot. Ich brauche auf jeden Fall die Diamanten. Ich weiß auch nicht, was in den Schatzkisten drin ist. Wir waren ja auch noch nie ganz oben wieder. Quasi Nopon. Wow, das geht zu schnell. Zu schnell! Ah. Das war zu schnell. Ach Mist, hat nicht gereicht. Aber so langsam habe ich mir das. Ja, ich habe am Anfang ein bisschen gefailt. Okay. Aber warum ist das hoch schneller als das runter? Ja, den warten wir. Ich meine, man kann ja weniger sehen. Oha, das war knapp. Finde ich jedenfalls, dass man dann weniger sieht. Ah, ich wollte nach oben. So. Jetzt haben wir etwas einsammeln nach oben. So, Nopan und Tauchgang. Ah, den warten wir noch ab. Ach Mist, hat sich aufgelöst. Oh, das war eng. Upsa. Aber wenn wir es hochschaffen, wäre schon ziemlich geil. Weil wir haben jetzt 5 Kisten von 8. Ja, der ist mir egal. So, jetzt müssen wir von unten nach oben. Einfach nur hoch. Das ist mir egal. Ich will es wenigstens einmal schaffen hier. Wow. Das ist echt schnell. Dafür, dass die ganzen Hindernisse immer noch da. Wow, habe ich das geschafft.
die ganzen Hindernisse immer noch da sind. Wir haben es geschafft. Oh mein Gott, ja. Puh, gut. Okay, was haben wir gekriegt? Aha. Score 21.000. Das bringt gut Punkte. 361 Ether. So, wir machen einfach drei A's. Was soll's. Techniköffnung 1 und lautloser Hieb. Aha. Notfallmodus Stufe 3. Wow, was ist mit dir, Junge? Das sieht ungesund aus. Gut, wir gucken noch. Was können wir hier machen? Wir möchten dich anpassen. Das hier ist noch nicht da. Das haben wir schon ausgerüstet. Okay. Energieverbrauch. Nicht 1000. Oha. 1500. 2000. Okay. Bauteilekategorie. Technikkarten. Energieverbrauch. Was ist das hier? Erweiterungs. 6000. Wow. Das ist krass. Die Spezialtechnik möchte ich aber schon einsetzen, damit sie auch was hat. Kann ich hier vielleicht was anderes einbauen? Soll die Kapazität des Energiekonverters erhöht werden? So, das kann ich einfach erhöhen. Abwehr 115 von 150. Was ist das? Ist bereits eingesetzt. Ja. Hat sich das jetzt wirklich erhöht? Die Kapazität des Energiekonverters. Ja, warum nicht? Achso, wir haben jetzt 200... Ah, okay, das ist jetzt quasi die rechte Anzeige, die wir da haben und können, haben jetzt 115 von 200 verbraucht. Das heißt, das brauchen wir erstmal nicht machen. Jetzt können wir gucken, was haben wir denn noch? Rollenprozessor, Technik. Das hier verbraucht zum Beispiel 15. Energieverbrauch 50, da passend tut das. Poppys Element Erde. Rolle Abwehr, physische Abwehr 25. Rollenprozessor ist bereits eingesetzt. Okay. Und hier können wir jetzt noch was reinmachen, aber da haben wir nichts für. Das heißt, wir müssen irgendwelche Bauteile kaufen. Ah, guck mal, hier haben wir was. Talentram. Lautloser Hieb. So, erhöht den Schaden eines Überraschungsangriffs um 100. Überraschungsangriff ist doof. Erhöht den Schaden der ersten Meistertechnik im Kampf. Besser als nichts, oder? So, jetzt haben wir 135. Das hier können wir auch noch machen. Haben wir aber nichts von. Okay, das ist alles teuer. Ja. Da habe ich auch gar nicht drauf geachtet. Wir können die Sachen bauen. Spezialtechnik. Ach, da brauchen wir auch wieder Kristalle für. Oh, das ist alles teuer. Dann hier 6000. Oh, Bestienmodul. Was ist das? Halt bei einem Treffer-KP der Gruppe 10% des verursachten Schadens. Krass. 9, 8, 7%, 6%, also. Du bist ein Lehrbuch. Aha. Wir müssen Lehrbücher finden. Bestienmodul. 1%ige Chance auf Soforttod bei Bestien. Was können wir noch so machen? Frontalangriff. Sichtbar von Heilung und 60% mehr Schaden. Das ist doch gut. Ich würde sagen, nehmen wir das hier. Frontalangriff 2. Harmonie Plus, was ist das? Erhöht den Einsatz einer Spezialtechnik. Harmonie um 60. Aha. Insektenmodule. Nee, ich will lieber so allgemeine Sachen haben. Bevor ich sie so spezialisiere. Luft. Sofort bei Luftwesen. Nee, danke. Menschenmodul. Gegnern. Okay, menschliche Gegner. Rückangriff.
Zählt bei Rückangriffen 110%. Was sind Rückangriffe? Weiß ich nicht. Von hinten vielleicht. Würde ich einfach sagen. Angriff von hinten, aber es geht ja nicht, weil er Tank ist. Wenn Tora Tank ist, dann kann er schlecht von hinten angreifen. Seitenangriff. Seitenangriff 100% mehr Schaden, ja. Wassermodule, aha. Wutzorn. Okay. Dann würde ich sagen, Bestienmodul. Sorry, aber Bestien. Nee, das wollte ich nicht, ne? Frontalangriff. Den hier wollte ich haben. 70% mehr Schaden. Nehme ich. So, jetzt kann ich ihn vielleicht einbauen. Als Fähigkeit. Okay, da brauche ich jetzt wieder 1000 für. Dann kann ich ihn einsetzen. Okay. Ja, auch gut zu wissen. Ich würde ja offscreen jetzt sonst ein bisschen was machen. Ich würde sagen, ich spiele noch ein bisschen weiter. Dann machen wir den Part damit voll. Und dann mache ich offscreen noch ein bisschen weiter. Das Koch ist aktiviert. Ja. Ja, jetzt haben wir auch rausgefunden, wie man kocht. So. Geht das jetzt nochmal rein? Stufe 0 braucht es nur. Sie hat 1. Oh, schade, ich dachte, das aktiviert sich irgendwie durch irgendeine mystische Kraft. Ups. Ups. Was ist hier eigentlich oben? Ist das ein Bett? Was ist das? Nunu? Aha. Wie Tiger-Tiger-Tipps. Ah. Moment. Wie können wir uns das angucken? Schnellreise, Missionsbuch, Klingen, Inventar. Tiger-Tiger-Tipps 1. Richtungsknöpfe. Bewegung. A-Knopf. Angriff. Berg, Ether-Kristalle und Schätze. Was? Ich kann angreifen? Quallen musst du von oben... Schildkröten von unten angreifen. Hä? Quallen musst du von oben. Schildkröten von unten angreifen. Man kann die angreifen? Ich wusste nicht mal, dass man kämpfen kann in dem Spiel. Sammle ein Power-Up auf, um auch diagonal angreifen zu können. Richtungsknöpfe, Bewegung, A-Knopf. Aha. Quallen von oben, Schildkröten von unten angreifen. Ich wusste nicht, was man angreifen kann. Wir sind bisher nur geschwommen. Okay. Gucken wir mal. Ich kann nur Stage 1 wählen. Die Dinger sind Haie, ne? Dich kann ich von unten angreifen? Ah. Ich kann wirklich angreifen. Oh mein Gott, das macht es ja um einiges einfacher. Erstmal üben, aber wow. Ja. Einfach mal üben. Ich krieg Ether dafür, oder? Ich weiß es nicht. Ich wusste nicht mal, dass ich mit A angreifen kann. Ja, gut. Wieder was gelernt. Die haben gar keinen Schutz. Ups. Zack. Das dann erleichtere ich mir den Rückweg. Ja, ich glaube, das ist ganz geil. Ich kann die angreifen, das ist ja der Hammer. Okay. Und ich mache mir Sorgen bei dem Spiel. Ha. Wow. Das erleichtert es ja um einiges. Ups, den muss ich. Ah, okay.
Au, nein. Ich bin ein Trottel. Okay, das war wirklich schlecht. Aber das ist cool zu wissen. Einen Versuch machen wir noch. Ja, Level 1. So. Auf geht's. Okay, wenn ich nur A drücke, greift er nach oben an. So. Nein! Von unten. Upsa. So. Ich weiß nicht, ist das das Upgrade gewesen? Dass ich schräg angreifen kann? So, dich nochmal und... Ja. Okay, von... Da geht das nicht. Alles erstmal testen. Ach nein, ich wollte nach rechts drücken. Okay. Aber gut zu wissen. Dann würde ich sagen... ja. Beende ich für heute den Part. Spiel noch ein bisschen so weiter. Vielleicht kriege ich noch ein paar Punkte. Und ja, dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Ciao.